So sitzt man in einem richtigen Wohnmobil. Was heißt hier richtiges Wohnmobil? Wir fahren ein richtiges Wohnmobil. Aber der ist schöner. Ja, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob der überhaupt schöner ist als unser. Das ist ein Concorde Credo. Ja, helles Traum. Also Concorde ist erst einmal eine sehr exklusive und qualitativ hochwertige Marke, wenn sich nichts geändert hat. Aber so kenne ich Concorde und ich bin einfach begeistert von den Fahrzeugen, die Concorde herstellt. Der einzige Nachteil für mich ist, dass der 3,50 Meter hoch ist und das ist also ein echter Nachteil. Die Länge von 8, 9, 10 Metern gibt es gar nicht. Also die gibt es auch, aber die muss man nicht haben. Man kann auch einen Concorde mit 7,50 Meter fahren und das geht so in dem Fahrzeug, in dem wir jetzt sind. Okay, das sieht auch so ganz nett aus. Helle Farben, also sieht sehr schick und elegant aus. Ja, also das fängt schon bei den Sitzen an und natürlich das Fahrerhaus. Das ist also einfach alles genial. Es ist ein Liner und Liner bedeutet, der ist nicht nur voll integriert, sondern da ist auch praktisch auf dem Motorblock sitzt, ist dann die Fahrerkabine und natürlich mit allen Extras, die Concorde so ausmacht. Der Fernseher ist jetzt hier auf der linken Seite, aber gut, das ist halt so, wir haben den ja immer ganz gerne links vom Eingang. Obwohl, hier geht es ja auch, hier ist nämlich ja eine große Bank und alles, also von dem her und außerdem ist das immer. Aber man sieht hier schon am Tisch, der lässt sich hier ziemlich vergrößern. Mit Mittelteilverlängerung und lässt sich dann auch auf kleiner einstellen. Und die Ursi bewegt sich da richtig. Ja, genau, aber geübt. An dem Tisch machen wir jetzt nichts, weil der ist so schön dekoriert. Steht sogar ein ganz toller Ozonus drauf. Zwei Gläser sind gerichtet, allerdings sind die leer. Können wir also nicht anstoßen. Aber ich denke, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen um. Ja, und wenn man sich da anschaut, also das Fahrzeug hat 7,50 Meter, so wie unser Gustl. Und wenn ihr die Küche anschaut, dann seht ihr schon, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das seht nicht nur ihr, das sehen auch wir. Das ist eine ganz andere Hausnummer mit drei Flammen und enorm viel Platz. Ja, also hier kann man gut kochen. Gell, Helle? Da könntest du Menüs zubereiten. Ja, ja. Der zweite Ausguss fehlt natürlich, du siehst jetzt schon wieder. Der ist da hinten. Nee, das ist der Abfalleimer. Das ist der Abfalleimer. Und weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das ist. Keine Ahnung, das müsste man sich halt erklären lassen, ist kein Problem. Aber das sieht natürlich schön. Mach mal Klappe auf. Großzügig alles auf. Ja, guck mal hier. Die Schränke. Jawohl. So, ja, da ist die Rüttelkante. So wie es gehört. Ja. Und da ist noch ein kleines Unterfach, wo man dann auch was reinstellen kann. Das sieht sehr elegant, sieht das natürlich alles aus. Und die Unterschränke, wie gehen die? Gucken wir mal hier. Ganz einfach. Jawohl. Nur da drauf. Auch nicht mit Zentralverriegelung, sondern immer mit Verriegelung direkt am Auszug. Ja, das ist natürlich sehr. Und er hat hier sogar zwei kleine Schränke. Was ist da drin? Weiß nicht, vielleicht ein Mülleimer oder so. Ah ja, super, die gehen so raus, ja. Mhm. Also es ist einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, das ist so, gar nichts dagegen zu sagen. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Wir haben mit der Frau Baumgartner gesprochen. Okay, nur weil ich hier warte. Wir sind gleich fertig, Entschuldigung, ja. So, dann haben wir hier den Kühlschrank. Ja, wie es jetzt so üblich ist. Das ist der ganz, ganz normale Dometic. Ja, wie es üblich ist, mit zwei aufgehende Sachen, kein Thema. Was ist da? Ah ja, diese Auszüge, die liebe ich eigentlich. Ja. Die finde ich klasse. Dann haben wir hier das Bad. Und beim letzten Credo, was wir gezeigt haben, da gab es ja dieses Sicherheitsproblem mit der Glastüre. Das ist ein Spalt, der offen ist. Das ist ein Spalt, der offen ist? Hier hat man einen Spalt. Hier. Ah, hallo. Okay, da kann einer stehen und reinlinsen. Ja, und der Spalt ist auch, hat er die Gefahr, mach mal auf, dass man sich die Finger einquetscht. Ja. Ja, also, ob die Lösung so hundertprozentig ist? Aber die Tür ist schön. Die Tür ist schön, das ist eine Milchglastür. Aber trotzdem machen wir mal die Tür auf mit dem Spalt. Also, lass mal offen jetzt, ich tue mal meinen Finger reinstecken.
wenn da jemand seinen Finger reinsteckt und dann die Tür zumacht, da würde ich sagen, ist eine Verletzungsgefahr gegeben. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Man ist ja auch unter Umständen mit kleinen Kindern unterwegs. Glastüre, das ist mittlerweile gelöst. Also da gibt es keine Möglichkeit mehr, sich mit dem Finger zu verklemmen. Und man kann auch niemanden, der auf der Toilette sitzt, dann beobachten. Beobachten, genau. Und das also auch wenn es eine Glastüre ist, ist die trotzdem so blickdicht, dass man sich da in Ruhe aufhalten kann. Mhm. Das Ganze ist als Raumbad möglich. Jawohl, hier ist. Und hier ist die Einzeldusche. Die Tür geht hier natürlich zu. Aber die Tür geht nicht auf beidseitig zu. Die geht nur auf eine Seite. Was halt immer ein bisschen schade ist, weil die beidseitige Tür natürlich schon von Vorteil ist. Dann haben wir hier auch einen Kleiderschrank, Ossi. Das hier wahrscheinlich. Ja. Der geht auch irgendwie auf. Aber wie? Also es ist immer, jedes Fahrzeug hat sein eigenes. Jedes Fahrzeug ist anders, also dann machen wir erstmal die Dusche. Das ist hier eine Dusche mit ohne Wanne eigentlich, ja. Oder mit einer ebenerdigen Wanne. Mhm. Auch nur einen Abfluss, komischerweise. Und keinen Dachlüfter, aber der ist zentral dafür in der Mitte. Mhm. Genau. So, da können wir mal in die Toilette reinschauen. Das ist sehr groß. Ja, also da, das langt aus, aber es ist natürlich bei 7,50 Meter, ist klar, eine großzügige Toilette hat natürlich auch Auswirkungen auf den Rest des Fahrzeugs, speziell hier großzügige Toilette, großzügige Küche, Auswirkungen auf den Schlafbereich, denn hier ist in Anführungszeichen nur ein Querbett und für uns wäre eigentlich das Problem, dass am Kopf kein Fenster ist. Mhm. Denn das haben wir immer ganz gern, wenn wir irgendwo frei stehen und es fährt ein Auto ran, dass man dann ohne Probleme nachschauen kann, was da vor sich geht. Da müsste man im Prinzip eine Außenkamera installieren. Da ist eine Dachluke dabei und es sind auch ausreichend Ablagemöglichkeiten oder Schränke für die Wäsche. Ah, der Schrank geht hier. So, hier, jetzt haben wir den Schrank auch offen. Jawohl, hab's gefunden. Jawohl. Ja, der ist schön groß. Der da kann man schon einiges reinhängen. Aber es ist also der komplette Kleiderschrank. Ja. Unterm Bett ist offensichtlich nichts. Mhm. Dafür müsste die Heckgarage relativ großzügig sein. Ablage ist vorhanden, Steckdosen sind vorhanden. Natürlich, das ist ein Concord. Da fällt's an nichts. Und hier nochmal das Raumgefühl mit Ossi. Ja, also sehr schön. Der Ossi gefällt's. Ja. Aber kriegen du ihn trotzdem nicht. Nein. Weil er einfach etwas hoch ist und weil wir einen Gustl haben, der sehr gut funktioniert. Genau so ist es. Jawohl. Und jetzt tun wir nochmal den Ozonus filmen. Wenn ihr euch unser erstes Video von der Messe anschaut, da ist die Ozonus-Ante drinnen und ich kann euch den erklären, wie der funktioniert. Ja. So, dann haben wir die Heckgaragentür, mal schauen, wie weit die Türe aufgeht. Jawohl. Ja, die richtige Garagentür für Helle. Ein vernünftiges Wohnmobil zu sein. Das ist eine sehr große Heckgarage. Allerdings hinten ist nur eine kleine Klappe, aber ich denke, das kann man auf Wunsch auch mit zwei großen Klappen betreiben. In der Regel langt ja eine Klappe. Allerdings gibt es manchmal Situationen, wo man die Fahrräder auf der anderen Seite rausholen muss. Dann ist natürlich eine große Klappe da auch günstig. Und dann schauen wir mal hier. Was wolltest du? Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Das ist der Credo 740 HI mit 5,6 Tonnen technische Zulassungsmaße. Da muss man also wahrscheinlich auf 7,5 Tonnen aufrüsten, wenn man viele Zuladungen hat. Und der Preis liegt hier bei 266.000 Euro in der kompletten Ausstattung, wie er jetzt hier ist. Also ich würde sagen, das ist ja schon fast ein Schnäppchen, oder? Also es gibt für 266.000 Euro billigere und schlechtere Fahrzeuge. Und 7,49 Meter, das ist so lang, wie jetzt unser Gustl ist. Wenn wir ein Längsbett nehmen würden, dann käme der allerdings auf 8 Meter sicherlich. Aber ich denke mal, 8 Meter kann man fahren. Was halt ein schade ist oder was immer ein bisschen problematisch ist, das ist die Höhe von 3,50 Meter. Nein, hier steht das schränkt dann das Ganze. 3,34 Meter. Ja gut, aber alles was über 2,95 ist, ist schon mit Einschränkungen verbunden.
Aber für uns wäre das immer noch, sag mal, es wäre eine Option für uns. Nein, so viel Schnäppchen können wir ja gar nicht aus dem Ärmel schütteln. Es wäre eine Option. Also, Concorde Credo, schönes Fahrzeug.